Guten Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich. Wir haben heute noch Morgen. Ja, es ist noch relativ früh. Ich bin gerade noch im Badezimmer, wie ihr sehen könnt. Ich mache mich ein bisschen fertig für den Tag. Die Kinder sind auch schon lange wach und der Papa, das sind jetzt in der Küche. Wir werden jetzt nämlich gleich frühstücken. Aber vorher möchte ich meine Augenbrauen ein bisschen, ja, bildern, weil die schauen schon, ja, nicht so fresh aus. Deswegen mache ich das jetzt gleich. Ich hasse Augenbrauenzupfen. Das ist so eine Fitzelfutzelarbeit. Die macht mich einfach wahnsinnig. Deswegen verwende ich gern solche Dinger. Ja. Heute steht am Tag am Programm nicht viel. Ich habe ja gestern schon gesagt, dass ich mich heute ein bisschen ausruhen möchte. Dennoch haben wir ein bisschen Wäsche zum Falten. Wir haben gestern wieder, also ich habe gestern zwei Waschmaschinen angemacht und die möchte ich gerne heute gefalten sehen. Und vielleicht durch ein bisschen bügeln, mal schauen. Also ich brauche kurz irgendwas, um meine Haare wegzumachen. So, jetzt mal ran hier an die Augenbrauen. Ich hoffe, ich habe das jetzt lange genug gemacht. Ich bin mir da nie so sicher, ob ich das lang genug mache oder nicht gut genug. Funktioniert nicht so wie gedacht oder gewünscht. Ich glaube, ich zupfe dann lieber. Ich habe irgendwie die falschen mitgenommen, anstatt die für Augenbrauen. Weil die für Augenbrauen haben so eine Form und die sind gerade. Und deswegen ist das voll schwierig. Deswegen mache ich das jetzt mit der Pinzette. Bin jetzt fertig. Ging jetzt doch schneller als gedacht. Schneller auf jeden Fall, als wenn ich da jetzt mit diesen Dingen herumgetan hätte. Ja, gut, jetzt gehen wir mal in die Küche und frühstücken das. Wir haben jetzt fertig gefrühstückt und ich habe jetzt für Instagram meine täglichen Bauch-Update-Boomerang gedreht und wollte natürlich euch auch den Bauch zeigen. Heute so. Ich finde, der hat sich gesenkt. Und ja, mal schauen. Also das ist ja dann das erste Anzeichen, dass das Baby dann bald kommt. Wir haben ja nur mehr 3 Tage bis zum errechneten ET. Wer hätte denn bitte gedacht, dass ich so lange komme? Also ich definitiv mal nicht und bin trotzdem super happy. Und ja, in 2 Tagen, also einen Tag vor ET, habe ich sogar einen Krankenhaustermin mit CT. Mal schauen, ob ich diesmal wirklich ein CT machen muss. Sophie, was ist los? Schön, der Postbote da. Der Papa möchte jetzt diese Lampe aufhängen, die wir. Au! Die Hunde, die wir gekauft haben für die Mädels. Wo ist sie jetzt? Ich bin damit in meinem Bett. Na, warum? Und zwar hier. Also, die Lampe von den Mädels wird hier ausgetauscht und der Papa hat sich hier eine Treppe hergetan. Und was macht ihr da? Ich will nicht, dass ihr das noch macht. Nicht, dass ihr euch wehtut. Komm, Lara. Hat sie dich geleckt im Mund? Nein. Nein, das ist mein. Ich habe dich geleckt. Ach so, mit dem Schwanz an. Der Papa ist ready to go. Also, jetzt muss er nochmal 3 Löcher bohren. Weil die andere Lampe hat ein anderes Stecksystem. Du weißt eh, was du da tust, oder? Ich denke schon. Keine Panik, Schatzi. Ich bin doch Hammer. Nicht auf Schlagbohrer. Was macht der Papa?
Lara. Wie sie lacht. Was macht sie? Wenn er wieder. Du musst mal so. Wenn er wieder will. Ach. Oh, nicht bitte. Und das hier ist meine Baustelle. Ich muss diese zwei Wäschekörbe falten. Und ich habe hier sogar noch ein bisschen Bügelwäsche vom letzten Mal. Was machst du denn? Magst du nicht mehr malen? Das ist ein Loch. Das macht nichts. Passiert halt, wenn man mit Filzstift malt. Hol dir noch ein Blatt, ha? Geh, Lara, hol noch ein Blatt. Also, hol ein paar Blätter. Hol lieber so dicke Blätter. Mittlerweile hat sich die Family auch dazu gesehen. Der Patti hat jetzt mitgeholfen, hat die Handtücher gemacht. Und die Michelle ist auch hier. Die Kinder sind motivated. Oh mein Gott. Aber wir sind schon fertig. Schaut mal, wir haben so schnell. What? Ja, der Papa staubsaugt ein bisschen. Und die Luisa macht ein Puzzle, oder? Die Lara macht irgendwas hier am Handy. Ja, nur Handys. Das tut doch gar nicht, ich hab bis jetzt gemalt. Was hast du denn gemacht heute den ganzen Tag? Nur Handy. Nur Handy? Aha. Ich mach grad Wäsche. Aha. Wow. So fleißig sind alle, oder Papa? So fleißig sind alle. Wäsche. Wäsche ist fertig, hier muss ich noch bügeln, aber wer weiß, ob ich das, ich glaube, das mache ich dann nach der Geburt irgendwann. Hier ist eine Emmy, die sich schön kratzt. Emmy, was machst du? Die sagen, muss ich aufhängen, die muss ich gar nicht bügeln und so. Das sind so Sachen von mir, von so Shirts. Und diese Sachen sind zum Wegräumen und dann sind wir fertig. Und ich zeige euch mal, während ich hier Wäsche gemacht habe, was die Kleinen gemacht haben. einmal so Wohnzimmer auf den Kopf gestellt, so Standard, ne? Aber solange sie schön brav rückspielen, ist es immer schön. Die Luisa mit ihren Puzzles immer. Und ja, der Papa hilft mir jetzt ein bisschen mein Wäsche wegräumen. Und ich habe schon wieder ein paar Wehen. Also mal schauen. Ich hoffe ja ganz, ganz stark, dass das Baby nicht kommt, wenn der Papa heute mit den drei, also Großen, mit Patrick, Michelle und Lara hat einen Kinderarzttermin und ich bin zu Hause mit Luisa. Und ich hoffe, dass er nicht dann kommt. Stellt euch vor, er kommt dann. Dann bin ich zu Hause mit Luisa. Was mache ich dann? Rufe ich dann die Rettung und fahre ich mit Luisa zusammen ins Krankenhaus? Und wie machen wir das dann? Keine Ahnung. Ja, hoffen wir mal, dass es nicht so sein wird. Aber beeil dich beim Kinderarzt. Ich habe irgendwie so Stress. Dass ich, was mache ich dann mit der Luisa? Muss dann, ich bekomme sie einfach zu Hause alleine. Ja, du kannst ja nicht fahren. Ja, fahren wir nicht. Ich kann die Rettung anrufen, aber... Ich will die Luisa nicht mitnehmen. Na, fahr lieber mit uns. Und dann sitze ich im Auto. Dann muss ich den Maxi Cosi und alles mitnehmen. Was? Das wäre die beste Variante, dass du mitgehst, oder? Nein, ich will lieber zu Hause bleiben. Na gut, wir räumen auf jeden Fall mal schnell die Wäsche weg. Und dann müssen wir das Wohnzimmer ein bisschen aufräumen. Bei uns gibt es heute mal ein mega schlichtes Mittagessen. Einfach nur Nudeln. Also ich habe hier Spaghetti gekocht und Fusilli für mich. Ich mag nämlich nicht so gerne diese langen Nudeln. Und dazu essen die Kinder Pesto. Das ist gekauft, das ist deren Lieblingspesto. Und ich esse dazu Cottage Cheese. Kennt ihr das? Das ist so der gekörnte Frischkäse. Mega lecker. Aber ich zeige euch das dann, wenn das angerichtet ist. So schaut unser heutiges Mittagessen aus. So schaut meins aus. Ich habe hier Bergbauern Hüttenkäse drüber. Die Kinder essen alle roten Pesto, also die
Mädels und der Patrick ist grün am Pesto und der Papa, der macht sich hier einen Tomatensalat. Salsa-Salat. Salsa-Salat. Mein Vater ist eine Rezeptur. Aha. Und seitdem ist er aber süchtig. Und Karotten ist da auch drin. Sehr voll. Da sind Gurken. Entschuldigung, Karotten. Ja, meine ich auch. Wow, unreife Karotten. Ja, sorry. Alle attackieren mich jetzt. Was schmeckt? Maul die Zahn. Nudeln gehen immer. Also wenn es Nudeln gibt, da gibt es kein Gemecker bei uns. Gell, Kinder? Da geht nicht um Karotten diskutieren oder Brokkoli. Ja, mein Schatz. Ja. Und der Baba muss dann auch eh bald los mit den Kindern zum Kinderarzt. Und dann bin ich mit der Lisa ganz alleine. Die Lisa freut sich schon. Wieder Mama und Lisa Zeit, ne? Da hat sich schon ihre Maske aufgesetzt. Mausi! Mit Papas Auto. Bitte? Die Lara hat den Sitz im Papas Auto, oder? Denn die Lara hat eben den Sitz in deinem Auto. Ist ja, ja, ja. Alles? Ja. Gut, tschüss. Tschüss. Ich versuche, das Baby da drin zu halten, bis du wieder da bist. Muss. Ciao, bye bye. Ja, und ich und die kleine Luisa sind zu Hause geblieben. Luisa spielt hier gerade im Playmobil-Häuschen. Sie ist da ganz vertieft in ihrem Spiel. Und, warte kurz, ich muss niesen. Sorry. Auf jeden Fall, ja, die Großen haben mit Papa nur den Termin, die Luisa nicht, weil es ging darum, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber wir waren ja mal Blut abnehmen mit den Kindern und es geht einfach nur so Blutbefundbesprechung. Und da die Luisa noch zu klein ist, um bei ihr so einen alljährlichen Blutbefund-Check zu machen, ja, braucht sie diesen Termin nicht. Aber wir machen es uns schön, wir zwei. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich es hier auf der Couch gemütlich machen und der Luisa beim Spielen zuschauen, ein bisschen Fernsehen und mir die Nägel lackieren. Ja, weil ich nutze auch ein bisschen jetzt die Zeit für Me-Time. Ich kenne das gar nicht, dass es so ruhig ist. Und ich finde es auch so schön, dass die Luisa gerade so ein bisschen selbstbeschäftigt ist und das wirklich so schön spielt da gerade. Ein Playmobil-Häuschen. Wirklich so ein braves Mädchen. Was machst du? Du bist ein braves Mädchen, oder? Nein? Wäschst du deinen Wal? Ja. Wieso ist das schmutzig? Mausezahn? Na gut, mein Lieben. Lass mal die Luisa schön spielen. Und mach mir meine Nägel hübsch. Zeige ich euch dann, welche Farbe es geworden ist. Ich habe jetzt nämlich noch Nude drauf und dann kommt jetzt gleich was anderes drauf. Die Rattenbande ist zurück. Luzi! Die Hunde drehen immer durch, wenn man nach Hause kommt. Egal, wer nach Hause kommt. Entschuldigung, Entschuldigung. Hey! Hey! Was hast du denn schrocken, Mann? So hässlich bin ich jetzt auch nicht. Papa, so hässlich bin ich nicht, oder? Noch nicht. Was meinst du mit noch nicht? Drinnen, also in Zutat Malwe. Spitzen. Um was geht's hier? Falsche Tee, das ist. Achso. Also durch. Schau, ich habe neuen Nagellack. Ich habe ihn schon ready fürs Baby. Wow. Achso, weil er blau ist. Er ist nicht blau. Das Baby ist blau. Eine Schlumpfe. Oh, kein Schlumpf. Ich glaube, morgen Abend geht's los. Morgen geht's los? Morgen Abend. Der Baba hat schon einen Tipp. Morgen Abend in der Früh, übermorgen sowas. Ah! Ich glaube, ein paar Tage später. Nein. Eigentlich nach seinem Geburtstag. Also zu deinem Geburtstag dann? Nicht, nein, ich habe nicht gesagt, eine Woche später. Also, morgen Abend oder. Beste Uhrzeit, so 2 oder 5 Uhr in der Früh. Also, den besten, dass du ausgeschlafen bist, gell? Nein, ausgeschlafen nicht, ja nicht. Das ist was Lustiges. Wir entspannen uns ein bisschen auf dem Sofa. Mhm. Mit der kleinen Lara, kleinen Papa, kleine Mama, große Mama, Entschuldigung. Kleine Bibi, kleine Luisa. Baby, kleine Lisa, kleine Sophie. Kleine Emmy. Und die zwei anderen großen. Papa. Ja. Die zwei großen. Schau mal die Luisa, sie hat so einen Blut. Die zwei großen sind unten und
Also die Michelle spielt mit ihrer Freundin Among Us. Among Us. Komischer Name, ne? Among Us. Und der Patrick zockt. Pass auf dich auf mit deiner Brille. Emiloni! Emiloni! Au, au! Ich hab meinen kleinen Platz weggenommen. Das ist ein kleiner Kopf, oder? Sieht aus wie ein Affe, weil ja. Ein schwarzes Gesicht hat. Lara, Luisa, lass das, Schatzi. Bitte lass das. Lass das. Eine Maske. Sie ist auch eine Seele, schau. Lass das bitte. Oh, kleine. Die Emmy hat nämlich heute Bauchschmerzen. Ja, meine Lieben, und wir werden uns jetzt vom Vlog verabschieden. Wir werden jetzt noch den Abend miteinander genießen in Ruhe, zumindest mit diesen kleinen und pelzigen Kindern. Und ja, im Bauch ist noch alles ruhig. Also, Baby tritt mich zwar die ganze Zeit ganz fest, aber es will noch nicht rauskommen, ist Bibilein. Deswegen, ja, wir halten euch auf dem Laufenden. Schaltet morgen wieder ein, wenn ihr sehen wollt. Papa glaubt, dass das vielleicht morgen kommt. Oder übermorgen. Morgen am Abend oder sowas. Oder sowas. Schauen wir mal. Wir werden es sehen. Am 7. in der Früh. Der Papa haut dich. Baba. Ah, na. Na gut, meine Lieben. Bis morgen. Tschüss.